Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werde ich euch Dinge sagen, die man nicht mehr in Brawl Stars bekommen kann. Und Leute, lasst doch gerne eine Bewertung unter diesem Video da. Und ich würde sagen, Leute, wir labern gar nicht so lange rum. Und wir fangen auf jeden Fall auch direkt an mit dem Video. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr eine Sache von diesen Dingen auf jeden Fall habt, die ich euch gleich sagen werde. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich würde sagen, Leute, wir labern gar nicht so lange rum. Und wir fangen auf jeden Fall direkt an mit dem Video. Leute, auf Platz Nummer 1 haben wir auf jeden Fall Star Shelly. Und zwar war Star Shelly 2018 ungefähr, als Brawl Stars global rausgekommen ist, war glaube ich Star Shelly in Brawl Stars zu bekommen. Aber jetzt geht das zurzeit nicht mehr, weil es nur damals ging. Und ja, das finde ich halt mega, mega schade, weil Leute, ich habe einfach Star Shelly nicht so, weil ich habe einfach, glaube ein, zwei Monate, drei Monate, habe ich später angefangen, Brawl Stars zu spielen, nachdem sie da war. Und deswegen habe ich es auf jeden Fall leider nicht bekommen. Und ja, auf jeden Fall, wir kommen jetzt zum zweiten Platz. Auf jeden Fall bei dem zweiten Platz habe ich auf jeden Fall von Lukas Brawl Stars, und zwar kurze IDs. Ja, Leute, man kann jetzt zurzeit keine kurzen IDs mehr bekommen. Und zwar habe ich euch jetzt hier gerade ein Bild eingeblendet, wo auf jeden Fall eine richtig kurze ID zu sehen ist. Und zwar, das liegt einfach dran, da dieser Account ultra lange erstellt wurde. Und das geht halt wirklich nur bei ganz alten Accounts so. Und das ist jetzt zurzeit nicht mehr möglich. Und wir kommen auf jeden Fall jetzt zum nächsten Platz. Zum nächsten Platz haben wir auf jeden Fall Edgar gratis vom Shop zu bekommen. Und zwar, wie die meisten wissen, war Edgar damals am Dezember, letzten Dezember war Edgar gratis im Shop zu bekommen. Und das Ganze war für circa ein, zwei Wochen so. Doch jetzt geht es auf jeden Fall nicht mehr und das ist jetzt halt ein bisschen schade so für die Leute, die jetzt Edgar nicht mehr so gratis bekommen können, sondern jetzt entweder ziehen müssen oder kaufen oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber Edgar kann man, glaube ich, eh nicht kaufen. Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade ein bisschen lost, aber ja, auf jeden Fall. Auf Nummer 4 haben wir auf jeden Fall die Archivskits. Diesen Punkt habe ich auf jeden Fall auch von Lukas genommen. Nur mal so, Leute, diese Idee habe ich auf jeden Fall nochmal von Lukas, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Und ja, auf jeden Fall auf dem vierten Platz haben wir auf jeden Fall die Archivskins. Auf jeden Fall, was sind Archivskins? Diese Bilder, die ich euch jetzt hier eingeblendet habe, sind auf jeden Fall die Archivskins. Zum Beispiel dieser Koch Mike oder dieser DJ Frank oder, also hier nicht dieser DJ Frank, ich weiß gerade nicht, wie dieser Skin heißt, aber auf jeden Fall hier seht ihr, wie gesagt, gerade Bilder eingeblendet. Diese Skins kommen auf jeden Fall bestimmt nie wieder in den Shop, also bei den einen Dynamite Skin weiß ich, dass er nicht mehr kommen wird. Und ja, auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum nächsten Platz. Auf den nächsten Platz haben wir auf jeden Fall die Weihnachtsskins. Und zwar, Leute, werden die meisten Weihnachtsskins nie wieder in den Shop zu bekommen sein. Zum Beispiel dieser Weihnachts-Mike oder dieser eine Nita-Skin hier. Auf jeden Fall, Leute, das seht ihr hier, wie gesagt, alles eingeblendet. Diese Skins bekommt man auf jeden Fall nicht mehr im Shop auf jeden Fall. Und ja, die kann man auf jeden Fall auch nie wieder bekommen. Und ich würde sagen, Leute, wir kommen auf jeden Fall jetzt zu dem nächsten Platz. Auf dem nächsten Platz haben wir auf jeden Fall Brawl Boxes sparen. Und zwar, wie die meisten wissen, gab es damals noch Brawl Boxes zu bekommen, als der Brawl Pass noch nicht da war. Und jetzt tatsächlich ist es nicht mehr möglich. Man kann keine Brawl Boxen mehr so sparen. Man kriegt eventuell nur aus dem Shop oder man kriegt die nur von einem Brawl Pass. Aber man kann auf jeden Fall nicht wirklich jetzt die Boxen zu sparen. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu dem nächsten Punkt. Und auf dem nächsten Platz, und also besser gesagt bei dem nächsten und letzten Platz, haben wir auf jeden Fall gratis Skins von Brawl Stars zu bekommen. Und zwar, Leute, war das damals wirklich möglich. Die meisten Leute haben damals einen gratis Skin von Brawl Stars auf jeden Fall bekommen. Ich weiß nicht, ob alle den bekommen haben oder nur die meisten oder die YouTuber halt nur. Ich weiß es auf jeden Fall gerade nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, hier könnt ihr ein Bild sehen. Das ist auf jeden Fall vom Clash Games das Bild von so einem Video, das er gemacht hat. Denn er hat auch so einen Skin bekommen. Auf jeden Fall, so könnt ihr sehen, wie das damals auf jeden Fall aussah. So sah das auf jeden Fall aus, als man einen gratis Skin oder sowas bekommen hat. Auf jeden Fall, Supercell hat auf jeden Fall gratis Skins damals geschenkt. Und das ist derzeit auf jeden Fall nicht mehr möglich. Das war nur damals möglich auf jeden Fall. Und Leute, schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ich mehr so welche Videos machen soll. Top-Arten oder besser gesagt so Sachen halt, so über Brawl Stars, die man zum Beispiel nicht mehr bekommen kann. Oder so Arten von Brawl Stars Spielern, wie ich die letzten Tage immer so welche Videos gemacht habe. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben oder einfach hier oben abstimmen bei diesem i. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, Leute. Ciao, ciao.